Das ist die Geschichte von Burkhard und Doris aus Hamm. Ja, grüße ich erstmal Burkhard. Hallo. Ja, du fummelst gerade ein bisschen an deinem Automatik-Leveling-System rum, denn du hast ein neues Wohnmobil. Es ist schon kaputt. Nicht wirklich kaputt. Also ist manchmal, die Technik spielt nicht so mit, ne? Passiert man schon mal. Ja, normal. Okay. Ja, wir gucken uns das gleich mal an. Du hast eine Frau. Ja, Doris. Ist sie lieb? Ist die nett und lieb? Ich sag jetzt nichts. Die sitzt nämlich da vorne. Wir wollen heute mal die Geschichte erzählen eines Paares, was gerne ins Camping fährt und wirklich sagt, das ist so das Schönste, was man machen kann. Und es gibt ja andere, die sagen, mein Gott, Camping, da treiben mich keine 10 Pferde rein. Ich glaube, es gibt entweder die oder die. Doris, wenn du mal so lieb bist, steh mal kurz auf. Dann zeige ich mal gerade allein die Tatsache, wo du liegst, ja, und wie gemütlich du dir das gemacht hast. Da hast du, ist das Lammfell? Ja, das ist ein echtes Lammfell, ja. Warum ist da Lammfell drauf? Du liebst es eher so schön warm. Genau, im Rücken und wenn es da ein bisschen windig ist, damit, ja. Schön. Das ist Isabella, ist das gut? Das ist super, ja. Richtig bequem, die Kopfstütze. Man hat noch einen Fußteil noch mit dabei, ja, das ist echt gut. Das geht ja im Urlaub, man will sich ja keinen Stress machen. Ihr macht jedes Wochenende Urlaub? Fast jedes Wochenende, jedes zweite Jahr. Ja, und das sind dann meistens so 2-3 Tage oder wann fahrt ihr schon mal los? Ja, freitagsmittags bis sonntagsabends und über ein Wochenende, Feiertag, Brückentage nehmen wir dann auch mit, ja. Winter? Im Winter auch, natürlich. Kurz vor Weihnachten fahren wir 14 Tage immer los, ja. So, ihr habt einen Satz Kinder dabei, die sind schon ein bisschen älter. Genau, das ist einmal der Ossi und der ist 11 Jahre alt und dann einmal die Cleo, die ist 9 und ja. Ja, das ist die Cleo. Du hast auch einen eigenen Namen für sie, oder? Frau? Ja, Frau Stratmann. Warum? Weil die immer so neugierig ist. Die kann sich dann da hinstellen und den ganzen Stellplatz beobachten und damit sie auch ja alles mitkriegt. Ja, das ist ein Jagdhund. Also es darf ihn niemand anbellen, oder? Nee, es darf ihn niemand anbellen. Dann wird er ein bisschen anders. So, ich zeig mal ganz kurz, das ist euer Zuhause. Wenn ihr mal kurz aufsteht, dann zeige ich es mal in der Totalen, denn es ist ungefähr wie lang? Circa 9,20 Meter. 9,20 Meter. Du hast zu mir erzählt, das ist alles nur eine Frage der Übung. Wenn man so einsteigt, du kämst auch mit 12 Meter klar, wenn du es denn fahren dürftest. Hast du einen großen Führerschein, LKW? Nein, ich habe den alten Klasse 3 bis 7,5 Tonnen, kann aber dann noch einen Anhänger mitnehmen, also insgesamt dann 12 Tonnen. Ja, ist eine Übungssache. Ja, der ist recht neu, oder? Der ist jetzt den haben wir seit Dezember 19, hat jetzt 5000 Kilometer gelaufen. Das ist jetzt ein Morello, er hatte vorher einen Concorde, war der nicht so zufrieden mit dem Concorde, oder? Ja, okay. Okay, anderes Thema. So, ihr habt den jetzt bekommen, die Verarbeitung ist klasse. Also du hast mir erzählt, es funktioniert wirklich alles. Du hast ihn relativ voll gemacht, oder? Voll heißt mit allen Extras. Ja, also der hat komplett eigentlich die Preisliste hoch und runter, Extras, alles was möglich war oder was wir zumindest als nötig empfunden haben. Beispiel? Ja, Hubstützen, Echtglasfenster. Also ich kann jetzt nicht alles aus dem Kopf. Also ich habe überall ein Kreuzchen gemacht, was ich haben wollte. Ja. Und ja, okay, das merkt man natürlich auch im Gewicht. Ne? Wir sind beladen, reisefertig, komplett liegen wir bei 7,49 Tonnen. Ziemlich genau. Das heißt, er darf ja maximal 7,49 Tonnen wiegen. Er hat ganz große Busspiegel. Ist das praktisch? Super praktisch. Also man sieht alles rückwärtig. Wir hatten erst überlegt, uns noch eine Birdview zu kaufen. Birdview, erklär mal für Leute, die also so wie mich. Sind rundherum jeweils eine Kamera. Man kann das Fahrzeug dann 360 Grad sehen. Von oben quasi. Genau, richtig. Das wird dann per Computer simuliert. Und ja, hatten überlegt, aber sind jetzt davon ab, weil wir auch mit den Spiegeln gut klarkommen. So, ja, wenn du einen Anhänger fährst, hast du mir erzählt, da ist der Zug recht lang. Der ist nochmal wie lang ungefähr? 15? 16 Meter. 16 Meter. Ja. Das ist wie so ein Schausteller, der alles hinher fährt. So ist es aber, ein Auto dabei zu haben, Doris, wenn du mal kurz zu mir kommst, die läuft immer weg, die Doris, ja, wenn ich sie mal haben will. Ihr habt doch normalerweise auch ein Auto dabei, das ist hier nicht nötig auf dem Stellplatz, oder? Nein, hier brauchen wir den nicht. Hier kann man gut spazieren gehen und ist alles gut fußläufig zu erreichen und sowas. Hier brauchen wir kein Auto, nein. Es gibt hier am Platz eine Hundewiese, ist das gut? Ja, die ist schön.
Die ist wirklich gepflegt, die ist kurz gemäht und mit einer Sitzbank dabei. Ja, die ist echt super. Was sitzen die Hunde? Können laufen frei? Das heißt, der ist eingezäunt? Der ist eingezäunt, ja, Meter 20. Ich glaube, da oben, gell? Genau. Und dann ist eine schöne Bank dabei mit dem Tisch, dass man da sitzen kann und die Hunde können in Ruhe toben und spielen. So, jetzt sind es ja Leute, die sagen, das ist jetzt ein Riesengerät hier, ja. Die sagen, ist das noch Camping? Ja, das ist noch Camping. Absolut, gell? Jeder hat andere Vorstellungen von Camping. Und das ist natürlich das Gute dabei. Wir mögen es ein bisschen komfortabler. Andere sagen, okay, ich komme mit meinem Kastenwagen klar. Ja. Prinzipiell ist es so, man braucht nicht alles, aber es ist angenehm, es zu haben. Ne? Und wir sind hier auch klein angefangen, ne? Wir haben uns dann hochgearbeitet. Hochgeschlafen quasi. Ja. Das ist so der, ja, genau. Das heißt, ihr habt irgendwann mal angefangen. Womit habt ihr angefangen? Mit einem Fendt-Wohnwagen und dann immer ein größeres Wohnmobil über LMC, über Niesmann Bischof Flair, über Concorde und dann das. Okay, das heißt, es wurde jedes Mal etwas mehr. Fendt, das kennt man aus der Landwirtschaft. Die Eltern sind auch Landwirte, gell? Ja, ja. Ist das schlimm? Nee, finde ich nicht. Ist bodenständig. Genau, aus welchem Ort kommt ihr? Aus Hamm. Aus Hamm, das ist in Westfalen, das ist sehr ländlich? Ja, das ist sehr ländlich, ja. Okay. Wo früher die Landesgartenschau war, Maxi Park dann, ja. So, jetzt habt ihr euch kennengelernt. Du bist auch irgendwie in der Landwirtschaft, mehr oder weniger, oder? LV, ist egal. Du bist auf jeden Fall bei einer ganz großen Versicherungsagentur. Du versicherst so ganz tolle Sachen wie Biogasanlagen. Ja, Deutschlands größte mit oder einer mit der größten in, ja, darf ich sagen, Buxtehude, Abenden. Ja, also alles, was so, ich nehme alles, was mitkommt. Ne? Also wie gesagt, was ich nicht versichere, versichert jemand anders. Das habe ich befürchtet, ja. Das ist so der, ja, gucken wir uns gleich mal ein bisschen rein. Aber zunächst mal so, wenn ihr so rausgeht, es gibt da so zwei Sachen, die unbedingt sein müssen. Das eine ist eine Markise, wenn die Sonne zu sehr kommt oder wenn es regnet, oder? Ja, oder wenn es regnet. Wobei uns mal jemand gesagt hat, ein anderer Hersteller, dass man die Markise bei Sonne nicht ausfahren darf und bei Regen auch nicht. Okay, also nur wenn es so bewölkt ist, ist natürlich Quatsch. Ist es bei Sonne und Regen. Hier ist die Markise komplett integriert ins Fahrzeug? Ja, ja. Das ist schick, oder? Ja, mit einer tollen Lichtleiste dran und so alles. Ja, alles super. So ist es. Ja, man kann einiges zulagen. Wir schauen mal hinten rein bei dir. Ich habe mich ja angekündigt diesmal und ihr habt alles picobello aufgeräumt. Der Wagen sieht eigentlich noch besser aus wie im Neuzustand. Und denn dein Mann, der Burkhard, ist nämlich leidenschaftlicher Biertrinker. Zumindest mal Bier, irgendwelche Biermischgetränke, richtig, die da drin liegen. Möchtest du jetzt gerne mal in unseren Kühlschrank gucken? Genau, das ist ein Zusatzkühlschrank, damit er nicht jedes Mal reinlaufen muss. Ja. Hat er hier seine Biermischgetränke drin, auch mal eine Flasche Prosecco ist da drin. Ja, für gesättige Stunden abends. Und der kühlt gut? Der ist super. Der ist super. Wirklich gut. Der hat nämlich hier vorne einen Kompressor mit dabei. Da kann Burkhard noch was zu erzählen, wie der aufgebaut ist. Burkhard, komm mal her. Du musst mir das jetzt mal erklären. Das ist eine Schublade, aber die macht kühl. Ja, das ist eine Kompressorschublade. Die ist ja eigentlich sehr gut temperaturabhängig. Das heißt, wenn es draußen wärmer ist, kühlt die auch durch den Kompressor. Ja, wir haben uns überlegt, oder wir hatten festgestellt, dass wir hin und wieder bei den Absonderkühlschränken im Sommer schon nicht so. Also nochmal, die Absorberkühlschränke können nur ein gewisses Maß an Unterschied zur Außentemperatur. Richtig. Weil wenn es draußen mal 35 Grad sind, das war ja letztes Jahr der Fall, ist es drinnen so um die 20 oder auch schon mal 15 Grad, aber es ist nicht 3 Grad. Richtig. Ja, und das war dann das Bier, wie soll ich sagen, nicht so angenehm trinkfreudig. Und da habe ich gesagt, ich muss irgendwas haben. Und ja, lange geguckt und dann fiel mir diese Geschichte an, diese Lösung. Und da ist das Bier halt auch bei 30 Grad angenehm kühl. Sehr schön. Da unten drunter ist eine Box, die ist unglaublich aufgeräumt. Ich guck mal gerade, was da drin ist. Netzteile. Da drin ist eine Luftpumpe fürs Fahrrad, Stromadapter. Da vorne ist Cola. Ah nee, das ist Spiritus. Warnhinweis an die Eltern, nicht trinken. Und ein Sicherungskasten-Ersatzteil. Bla. Wichtig, oder? Das wird serienmäßig bei Moreno beim Neufahrzeug mitgeliefert. Okay, das sind die ganz fetten Sicherungen. Genau, die man nicht überall bekommt. Ne? Und die werden mitgeliefert, finde ich ganz gut, weil Morello, wir hatten ein Problem, das auch was durch. Morello haben wir dann so eine Hotline angerufen, der sagte zu mir, sie müssen die Sicherung wechseln. Ja. Alles super erklärt, funktionierte ruckzuck und wir waren wieder glücklich. Ne?
Jetzt ist der ja recht neu. Das hier ist ja im Grunde genommen ein kleines Haus. Ihr habt eine spezielle Batterie drin, wenn du mal so lieb bist, da mal aufmachst. Ihr habt Lithium-Ionen drin und nicht nur eine, sondern gleich vier Stück. Denn autark stehen bedeutet, ihr habt hier, ich zeig's mal gerade, da vorne ist eine Stromsteckdose. Da steckt aber nichts drin von euch, oder? Nein, da brauchen wir nicht dran. Also, weil ihr seid vollkommen autark. Ja, sind wir. Also wenn das Wetter mitspielt, dann können wir auch 14 Tage vollkommen autark stehen. Das Wetter mitspielt, das heißt, wenn die Sonne scheint? Ja, ein bisschen Sonne, ein bisschen Helligkeit brauchen wir. Warum denn? Damit unsere Solar wieder arbeitet und unsere Batterien. Die Batterien, da sind die Batterien. Du hast das so ein bisschen mitentschieden, sage ich jetzt mal. Es heißt zwar immer so, der Mann, der hockt jetzt übrigens gerade in seiner eigenen Garage, ich zeig das mal gerade, der ist auch gar nicht so klein, aber der passt da locker rein, oder? Ja, der hat nämlich einen Vorteil, wenn er mal nicht ganz so lieb ist, kommt er in die Garage. Muss da schlafen. So, jetzt sagen wir mal ganz kurz, das sind die Schätzchen Super B, Lithium-Ionen-Akkus, vier Stück in Reihe geschaltet. Das ist, das hält wie lange? Also wir haben jetzt 14 Tage Rügen gestanden. Also das war ohne irgendwie Strom. Wir waren immer von maximal bis 60% hatten wir runtergefahren. Das reicht. Eigentlich, denke ich mal, reicht das locker, wenn man keine Sonne hätte, für 5 Tage autark. Und Benutzung der Kaffeemaschine, allen drum und dran. Du hast nämlich, da gehen wir gleich mal rein, eine Nespresso-Maschine war dir zu wenig. Aber ich will nicht zu viel erklären, dass wir das gleich mal zeigen. Da ist der große Inverter, das bedeutet, der macht aus diesen 12 Volt oder 24 Volt, je nachdem was reinkommt, macht der dann 230 Volt, unter anderem. Richtig, der macht dann 230 Volt, sodass wir Föhn für meine Frau betreiben können. Ja, stimmt ja, die Frauen Föhn. Aber es gibt noch mehr zu sehen hier in dem Mobil, denn ihr habt einen zentralen Staubsauger, das gucken wir uns gleich mal an. Und was ist das da oben? Das sind die Halter für die Fahrradgeschichte. Wir haben also hier die nicht so einen großen Fahrradhalter an sich, sondern wir haben die Bikeholder. Die stecken wir an einen Fahrradsattel und dann ist das die Führung, dann fallen die nicht um. Habt ihr heute nicht dabei, oder? Nein, diesmal okay. Nicht. Ich habe ja meinen Spielzeug dabei. Genau, das gucken wir uns gleich mal an. Das ist so der Roller. Also damit wäre die Garage. Die ist recht groß. Da vorne ist der Roller. Den darfst du auch fahren, Doris, oder? Ja, den darf ich auch fahren. Morgens zum Brötchen holen oder wenn man mal kleine Besorgungen machen muss und so. Dann zeig das mal gerade. Das muss natürlich alles stylisch sein. Die Tasche hast du selber ausgewählt? Ja, habe ich selber ausgewählt. Ist der Hund auch mal in der Tasche mitgefahren? Das ist ein bisschen zu groß, ne? So einen kleinen Hund habe ich noch nicht. So, der hat Scheibenbremsen mit drin. Der hat sogar ein Kennzeichen mit drauf. Da vorne ist es 580 NGN. Und fährt wahrscheinlich 20 km/h, richtig? Ja, natürlich, darf er da nur fahren. Ne? Ja, habt ihr keinen Knopf, wo der denn so 100 fährt? Nee. Nein, aber etwas mehr fährt er schon. Gut. Kleines bisschen, glaube ich, ist ja erlaubt. So, dann gehen wir am besten mal rein. Es fängt aber schon direkt hier unten an, die Klappen. Mach mal da auf, bitte. Ich habe vorher gesagt, mach mal alle Klappen auf. Da sind Schuhe. Ja. Nicht links vom Eingang, das macht Sinn. Richtig, weil sagt, ist einfach ist unser Schuhschrank. Ne? Ja, und das heißt, da riecht nichts, da ist alles, abgesehen davon, dass eure Schuhe ja sowieso nicht riechen, aber es soll ja schon mal geben, nach 19 Stunden Wanderung, die ihr regelmäßig macht, ja, dass man dann zurückkommt und da sind die Schuhe. Das ist ein guter Platz, Doris? Ja, der ist praktisch und kommt raus sofort. Neues genau. Paar Schuhe. Und so. Ja, der hat eine ziemlich große Klappe, der Wagen. Wie meine Frau. Der ist aber lieb heute, Doris. Ihr habt aber noch was Besonderes. Ihr habt einen Schwerlastauszug mit drin von Weißberg. Der ist sehr praktisch, denn man muss nicht reinkrabbeln in den Kofferraum. Und da habt ihr so ganz wichtige Sachen drin, wie, zeig mal die Dose da, was ist da drin? Einmal nur Notverpflegung heißt das noch. Ich glaub's nicht, ja. Doch. Dann ein Auto für ein paar hunderttausend Euro und zeig nochmal die Kamera und die XXL, bitte noch einmal hoch. Du musst dich gar nicht schämen. Die haben wir jetzt extra drapiert, damit es so aussieht, als wäre der normal. Ja, ja, ist so. Genau. Dann da hinten, was ist das? Das ist eine Pumpe für zum AdBlue-Tanken. Zum AdBlue-Tanken, genau. Damit es sauber ist. Da ist ein Motor drin, nehme ich an, der zieht das raus, dann ist das eine ganz saubere Sache. Ja. Denn der AdBlue-Tank, gucken wir uns gleich mal an, der ist nämlich da in der Ecke. Was ist da vorne drin? Das da? Hundefutter. Hundefutter, zeig mal. Hundefutter, das ist der Kühlschrank von unseren Kindern. Ach, wie süß. Das ist echt Hundefutter. Ich glaub's nicht. Da vorne habt ihr dann auch noch Sichtbänder für die Hunde. Ja. Spiritus das ist, dabei. Das ist der Kleiderschrank. Nee, das ist Öl. Das da sind die Medikamente für die Hunde? Ja, Medikamente, und Futter und Hundetüten. Das sollte jeder mithaben, der Hunde. Also sehr viel Wert darauf. Kaki. Richtig. Kaki. So, da vorne sind dann noch
Handtücher? Wenn genau, für die Hunde. Für die Hunde, okay. Ich dachte gerade, eure Badetücher neben den Hunden. Nein. So, das hier ist quasi alles für die Hunde. Genau. Sehr praktisch. Das heißt auch die Gulaschsuppe. Ja. Da vorne ist der Bluttank, der Einfüllstutzen. Und ihr habt mir erzählt, da kommt man nicht so gut bei. Und dann geht schon mal was daneben, das riecht ein bisschen. Und ist irgendwie so weiß, so bildet sich. Riechen tut es nicht, aber es ist klebrig, wenn das, dieses AdBlue ist nicht unbedingt eine tolle Sache. Da vorne ist was ganz Tolles. Ich zeig's mal gerade. Das ist eigentlich schon dekadent, aber ich kann euch sagen, es gab einige Scheidungen wegen dem Teil. Weil ein Staubsauger im Wohnmobil muss sein. Naja, ist ein Muss, hilft nichts. Vor allem, wenn man Hunde hat. Genau, das zeigen wir jetzt mal, denn ihr habt euch einen zentralen Staubsauger gegönnt. Und liebe Doris, du hast gesagt, ich brauche zwei Sachen. Eine Waschmaschine. Staubsauger. Und Staubsauger. Die Waschmaschine hast du noch nicht. Nein, aber hab ich noch nicht. Aber ich habe jetzt einen. Guck so, mal. Das ist mein Staubsauger. Ja. Und den kann ich hier anschließen. Doris, du machst mich jetzt neidisch. So, okay. Ich hab ja nur so einen kleinen Dyson. Auch und nicht schlecht. Wenn ich jetzt den Inverter anmache, dann... Mach mal an. So, jetzt steigt die nämlich ihre 5 Stufen hoch. Natürlich werden die Schuhe vorher ausgezogen. Ist ja. So, dann drückt sie auf den Knopf. Und er läuft. Und er läuft. Und dann kann ich staubsaugen. Alles picobello sauber machen. So, Doris, dann. Achso, der geht automatisch aus, wenn du rausziehst? Ja. Okay, super. So, gehen wir mal rein in die gute Stube. Und da vorne habt ihr spezielle Bezüge drauf. Die sind nicht Serie, oder? Nein, die haben wir nachträglich über einen Händler bestellt. Kann man aber auch bei Morelo in Shop bestellen. Ne? Shop bestellen. Da vorne ist der Eingang. Das ist das Leveling-System. Du hast Hubstützen drin. Das sind so kleine Stahlstützen, die rausfahren, die sich automatisch nivellieren meistens. Ja, meistens. Im Moment nicht. Aber liebe Leute von Morelo, ihr müsst ihm helfen. Das wird auch passieren, denn eine Hubstütze fährt nicht richtig hoch. So, und wenn man hier so reingeht, ist das Wichtigste eigentlich hier dieser Spiegel. Doris, hallo. Ja. Der Spiegel ist wichtig, oder? Dass man sich mal komplett sehen kann. Aber ihr habt mehrere Spiegel, ne? Ja, wir haben mehrere Spiegel. Im Badezimmer ist ja auch noch ein großer Spiegel. Nein, ich brauche den nicht unbedingt. Also, ich bin nicht so eitel, dass ich jetzt den Spiegel brauche da. Ja, ja. So, da vorne ist ein Handlauf mit drin. Da ist dann direkt, hier vorne kann man die Treppe mit einfahren. Licht ist an der Seite, man kann also alles anmachen. Ja, ja. Ihr habt ein Möbeldesign gewählt in einem Braunton, wo man euch wahrscheinlich in 30 Jahren schlagen wird. Wird sagen, ja, ja, die alten Säcke von 2020, was haben die nur für eine Farbe ausgewählt? Aber im Moment ist das der letzte Schrei, oder? Ja, es gab jetzt noch einen helleren Ton, wobei ich gemeint habe, der hellere Ton wäre vielleicht etwas empfindlicher gewesen. Und sieht aber schön aus, oder? Ja. Gefällt dir? Das gefällt mir natürlich, sonst hätte ich sie ja nicht ausgesucht, ja. Ja, ja, es soll ja Leute geben, gerade bei Pärchen, die dann sagen, mir gefällt es. Irgendwann sagt der Mann, in Gottes Namen, nimm's. Und lebt dann damit 30 Jahre. Aber es ist schön. Das heißt, ihr habt helle Töne drin, ganz viel hell. Burkhard, komm mal hoch. Du musst mir jetzt einiges erklären, weil die Burka, die Doris macht jetzt mal hier das Nummerngirl und zeigt mal gerade ein paar Sachen, denn ihr habt echtes Leder drin, gell? Ja, wir haben echtes Leder gewählt, wegen den Hunden halt. Man kann es einfach. Was war ein Klischee? Guck mal hier, Möd und Chandon, habe ich das richtig gesagt? Ja, das habe ich zum Geburtstag bekommen. Ist ein Outdoor-Kissen. Könnte ich auch mal draußen vergessen oder draußen lassen, wenn es regnet und sowas, ja. Schön, da vorne ist auch noch ein Kissen. Das ist eine Sonderausstattung, ne? Also diese Gardinen mit dem Kissenpaket ist eine Sonderausstattung. Okay, schön. Wenn man denn auf Kissen steht, das ist immer so eine Sache. Also, Und auf andere Gardinchen, so, genau. Das ist so. Ja. Wenn ihr euch beide mal hinten reinbegebt, denn man kann den Fahrersitz auch drehen. Im Moment ist er nicht gedreht, weil es nicht braucht. Aber du kannst es schnell mal machen, denn man setzt sich drauf, zieht an einem Hebel. Ihr habt auch noch was Besonderes bestellt. Ihr habt die Luxus-Fahrerhaus-Schwingsitze bestellt. Das heißt, nicht nur habt ihr eine Luftfederung, dass sich das irgendwie wie auf Wolken bewegt, das Fahrzeug, sondern auch die Sitze federn nochmal extra. Habe ich auch. Ja. Man denkt, man braucht es nicht, weil man hat ja Vollluftfederung, aber ist echt geil. Sagen wir mal so, bei meinem Gewicht ist das vielleicht manchmal nötig. Ne? Was? Was wiegen wir denn heute? Verrate ich nicht. Okay. Ist okay. So, jetzt gucke ich mal gerade. Das heißt, die schwingen mit. Du kannst sogar noch die Dämpfung kannst du noch einstellen, gell? Ist das gut? Super toll. Also es ist angenehm zu fahren. Also sagt Huckelunebenheiten werden da ausgeglichen. Also sagt nach 4-5 Stunden Fahrt ist selbst dann noch alles in Ordnung. Ne?
Das ist die Doris, sie guckt mal gerade so etwas bedeutungsschwanger in die Kamera, denn sie guckt, ob die Hunde noch. Ah, die ja, Hunde. Ob die noch da sind. Warte, oder ich guck mal gerade. Nein, nee, die sind noch da. Da vorne ist sie. Die ist neugierig wieder, gell? Ja, genau. Was jetzt hier passiert. So, ja. Ihr habt noch was Besonderes. Ihr habt einen vollwertigen dritten Einzelsitz geordert. Der ist direkt mit dem Fahrwerk verbunden, aus Sicherheitsgründen. Das heißt, da kann man sich hinsetzen. Und warum einen dritten? Das ist die Barversion und da ist das automatisch mit dabei. Ne? Also wir sind zugelassen für 4 Personen. Hier vorne bei dir an der rechten Seite ist nochmal ein Fahrersitz, also ein Beifahrersitz. Also eine 4-Personen-Zulassung. Brauchen wir eigentlich nicht, aber anders kann man es nicht bestellen. Ne? Ist aber schon praktisch. Also 4 Personen, man nimmt ja doch vielleicht mal jemand mit. Ja, es kann ja mal passieren. Und wenn es nur ein Anhalter ist, ja, dann kann man die mitnehmen. Na, es kann ja mal sein, man nimmt jemand mit und nur 2 Personen wäre ja doof, oder? Dafür sagen wir mal ja, aber ich sage oder ja. Wenn man ein kleines Kind hat, ne, dass wenn man wirklich, wenn das kleine Kind hinten mit im Bett schlafen kann, dann kann man natürlich den Kindersitz da mit drauf machen oder hier vorne, ja. Ja, die Frage aller Fragen, ihr habt leider keinen Fernseher, das heißt, ihr redet sehr viel miteinander, ne? Wir haben den gut versteckt, den Fernseher. Sag mal, euer... Wir sitzen lieber abends draußen. Ja, das habe ich schon gemerkt. Wir haben angeregte Gespräche geführt gestern und der Fernseher ist natürlich versteckelt, denn es ist nicht mehr das Wichtigste, einen Fernseher zu haben. Und wenn man ihn braucht, kann man ihn runterfahren. Er hat sagenhafte, oh, das sieht groß aus, 32 Zoll. Full HD nehme ich an oder sogar 4K. Und könnt ihr auch Netflix gucken? Könnten wir, aber technisch bin ich da nicht so versiert. Also ich sag mal, ganz normal ZDF und ARD reicht. Ne? Ihr habt eine Satzschüssel am Dach? Ja, 80 Zoll oder 80 Zentimeter. Das heißt, das Ding würde sogar in Marokko gehen? Will ich hoffen. Sehr schön. Da vorne hast du die neueste Version von Iveco. Das ist ein Daily drunter. Der hat, ich glaube, 210 oder wie viel PS? 210 PS hat der. Ist die neue Daily-Maschine mit AdBlue halt jetzt. Wie gesagt, ja, reicht schon oder zieht schon ganz ordentlich. Ne? Ganz ordentlich. Da vorne ist ein Navigationssystem mit drin. Das kann man sogar einfach anschalten, auch während der Fahrt. Das ist getrennt von der Bordbatterie. Gell? Also es wird hier angestellt. Dann kommt sofort das Label von Morello. Okay. Und dann dauert es einen Moment, bis das ganze System hochfährt. Darüber läuft auch die Rückfahrkamera? Da läuft die Rückfahrkamera rüber. Können wir gleich mal kurz einschalten, wenn es... Ich zeig mal gerade, zu Hause ist da, wo man den Bauch nicht einziehen muss. Und eine Flasche, ihr seid oft am Meer, gell? Ja. wollen wir mal hinten rückwärts gucken, kannst du dann reinschauen, was der Nachbar so trinkt, ne? wenn es jetzt funktionieren sollte. Vorführeffekt. Ja, es kann sein, dass es nur geht, wenn die Zündung an ist. Zündung halt an ist, denke ich mal. Ne? Damit die Nachbarn nicht neue DSGVO-Ordnung. Genau. Ihr habt DAB mit drin, das heißt, ihr könnt DAB-Sender, Schwarzwaldradio, schon mal gehört? Ja, ich glaube, haben wir gerade drin. Nee, kein Witz. Ist aus dem Saarland, hast du gewusst? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die Abdeckung ist. Also wir hören eigentlich dann nur immer die Lokalsender, wenn ihr da seid. Was Besonderes ist hier unten, da ist eine Kühltheke drin. Das heißt, ihr könnt während der Fahrt richtig schön kalte Getränke rausnehmen. Genau, richtig. Die kühlt dann über die Klimaanlage. Jetzt haben wir nicht aufgeräumt. Hier kann man es umschalten auf An und Off. Mhm. Und ja, ist angenehm jetzt auch, wenn es im Sommer sehr warm ist, sind die wirklich kühl. Durch die Klimaanlage werden die mitgekühlt. Schokoriegel auch? Ja. Da vorne ist eine Automatik drin, das hat das neue 8-Gang-Wandlergetriebe von ZF drin. Tolle Sache? Super tolle Sache. Also es schaltet ruhig, es ist wirklich besser. Wir hatten vorher die elektronische, die war doch schon ein bisschen ruckelig und mit Anhängerbetrieb. Hin und wieder schon eine Katastrophe. Ne? Die war so halbautomatisch, das heißt, man musste immer ein bisschen warten. Das Lenkrad ist jetzt abnehmbar, du hast es dir umrüsten lassen, gestern glaube ich? Ja. Vorgestern. Ja. Ich zeige es jetzt nicht, weil ich noch nicht geübt habe. Das ist nicht schlimm. Multifunktionslenkrad, also das hat man alles vorne. Und das Coole ist, da ist die Jalousie, die ist jetzt nicht mehr aus ganz normalem Rüttelzeug, wie ich es habe, was während der Fahrt rüttelt, sondern da ist jetzt eine Papierjalousie mit drin. Die kann man teilen, also das heißt jetzt oben und hochfahren. Also die fährt jetzt runter, wenn man jetzt sagt, okay, man will jetzt nicht Einblick haben, aber trotzdem Licht. Früher war das ja separat, glaube ich, 2 einzelne. Ne? Ich weiß es gar nicht, wie es bei... Ich habe es noch so. Das ist natürlich so, es gibt immer einen, der es dann noch besser macht. Ja? Also ich habe einen, der geht von unten nach oben und einen von oben nach unten getrennt. Mhm. Privacy. Dass keiner reingucken kann. Ja, okay, und wir haben es jetzt eigentlich in einen. Ne? Ja, ist doch schick. Da oben, guck mal hier.
Die alten Rheinländer, ja. Ohne Klimaanlage geht hier gar nichts. Aber ich glaube, man kriegt das Auto gar nicht ohne Klimaanlage. Geht das? Theoretisch. Doch. Das hätten wir auch ohne Klimaanlage kriegen können, ja. Ja, wir haben es jetzt genommen. Und die lief schon, die Klimaanlage? Haben wir sie schon mal benutzt? Einmal, glaube ich, zur Probe. Ja, also bis jetzt haben wir sie nicht genutzt. Also wir haben gedacht, okay, wenn wir wirklich mal in den Süden fahren mit den Hunden, ist es, glaube ich, schon angenehmer, dass wir dann eine haben. Ich sage es immer, besser haben als nicht haben. Ja, denn es ist so, das Schlimme ist, glaube ich, nicht die Hitze, sondern wenn du wirklich mal in Italien warst und es ist schwül und du hast noch so 32 Grad und es wird einfach nicht, es kühlt nicht ab, ja, dann... Du kennst das, gell? Man gönnt sich ja sonst nichts. Das ist praktisch dein Reich, Burkhard. Du hast mir erzählt, die Frau, die kocht hier gar nichts mehr. Du machst alles. Das heißt, du spülst, du wäschst ab, du wäschst die Wäsche. Deine Frau kann sich komplett zurücklegen, die macht hier gar nichts mehr. Und das ist dein neuer Vollautomat. Und das ist der neue Vollautomat. Von Tchibo. Ja, okay, von Tchibo. Steht drauf, da ist er. Vollautomat bedeutet, ihr macht ganz normale Bohnen rein. Das heißt, ihr habt keine Pads. Genau, wir haben keine Pads, wir haben keine Kapseln. Kapseln. So, da sind die Bohnen. Wie zu Hause. Das müsste man nachfüllen, ja. Das ist ja eine von zu Hause. Also das quasi, du kannst ja da hinstellen, was du willst. Ja. Das spielt keine Rolle, weil ihr habt 230 Volt an Bord. Und ja, machst du an, dann gibt es einen Kaffee. Einen guten Kaffee morgens wichtig, oder? Ja, das ist das Wichtigste. Draußen oder auf den Treppenstufen, erstmal einen Kaffee. Ich zeig mal gerade was. Das ist die Doris. Das ist die Frau von Burkhard aus Hamm. Aus Hamm. Und das sind die Enten. Die habe ich gesehen, in Amsterdam gibt es einen eigenen Store. Ihr habt die auch aus Amsterdam? Nein, die sind von Adenauer. Das ist ein Bekleidungsgeschäft. Ja. Die haben mehrere Stores, gerade im Norddeutschen. Und die haben die als Kundenbindungsmaßnahme für ganz viel Einkäufe. Kriegst du dann so eine Ente? Ja, so ist es, ja. Du bist drauf reingefallen, hast dann extra viel eingekauft. Das ist jetzt über ein paar Einkäufe, ja. Über. Das war mein Problem. Warte mal. Du hast viel eingekauft. Ich habe zu viel eingekauft. Okay. Wir haben uns wir brauchen nur zwei T-Shirts, weil du hast ja eine Waschmaschine. Ja. Ich habe noch keinen und dafür habe ich dann halt einen größeren Kleiderschrank. Na, zeig mal. Chaos pur, siehst du? Du Sack, du hast das, was ich nicht habe. Da unten ist Hanging Garmin, das ist das große Thema, denn einen hängenden Kleiderschrank, der richtig groß ist, aber es kommt noch viel schlimmer, deine Frau hat auch noch einen. Warte, ich zeig mal gerade da oben, da sind natürlich die Yuppie-Pullis, ist ja klar. Da, einmal hier Sansibar, das muss natürlich sein, aber nee, Spaß beiseite. Das ist schon, man gönnt sich schon was. Das ist, man nimmt es alles mit, wie man es zu Hause hat. Man muss auf nichts verzichten, oder? Nein, gar nichts. Also Gegenteil. Also. Licht drin geht automatisch an. Ja. Genau. Gut. Jetzt kommt es aber noch viel besser. Wenn deine Frau dich zu sehr nervt, ja, gibt es einen Trick. Mach mal zu hier. Denn ihr habt nämlich nicht nur eine Möglichkeit, euch zu versteckeln, gegenseitig. Also wenn einer mal schlafen will, hat Kopfweh oder irgendwas, ja, dann könnt ihr zumachen. Aber ihr könnt noch mal zumachen. Warte mal. Dann wird es nämlich besonders entkoppelt und dann ist komplett Feierabend. Doris! Ja. Schrei mal! Ja, hallo? Okay, kannst wieder aufmachen. Also ist es wirklich so, wenn man beide Türen zumacht und vorne guckt einer Fernseher, hinten kann man schlafen, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich, jeder könnte seine Privatsphäre haben und das... Ist alles lesen mal oder mal selber mal eine eigene Serie gucken. Du hast mir erzählt, du stehst unglaublich auf Arte. Nee, was ist so dein Lieblingssender? Egal, du zappst so ein bisschen durch. Genau. Ist jetzt blöd, du kannst gar nicht richtig gucken, weil der Schrank das verdeckt, oder? Nein, das ist, kann ich alles schön hervorziehen. Warte mal eben. Ja, zeig mal. Dann ziehst du den so raus. So, das Geile ist, den so drehen, wie ich das gerne möchte. Genau, ich habe ja denselben Fernseher, aber der Klang ist so schlecht. Und ihr habt unten drunter eine Soundbar gedübelt. Oder die war schon drin, oder? Nee, die haben wir extra mitbestellt. Die hat er mitbestellt. Und der Ton ist jetzt richtig gut, gell? Ja. Wie im Kino. Wie im Kino. Also das ist denn hier so, da könnt ihr auch zusammen auch mal was gucken, abends, wenn ihr so im Bettchen liegt, gell? Oder? Ja, klar. So. Aber wir waren stehen geblieben beim Kleiderschrank. Ich gehe mal kurz auf die Seite, der öffnet nämlich, genau, du schiebst schon mal rein. Denn so oft guckt ihr gar nicht Fernsehen. Wenn man nämlich campt, sitzt man viel draußen, lernt viele Leute kennen, das ist wirklich so? Ja, Gespräche, einer beflügelt den anderen, man kann auch mal was lernen und so alles, ja. Ja, und zur Not kann man sagen, oh, mir ist nicht gut, geht mal schnell rein, wenn einem das Gespräch nicht mehr gefällt. So, ich komme mal kurz hier hin, bevor wir auf die Dusche eingehen und natürlich den beheizten Handtuchhalter. Der zweite Kleiderschrank
für die Frau. Auflassen. Auflassen? Ja, ich muss mal ein bisschen reinschauen, was du da so drin hast, weil die Frauen interessieren sich ja, was man so mitnimmt. Das hast du nicht so viel dabei für 2 Tage. Nein. Aber es gibt viele Dinge, die bleiben im Wohnmobil, gell? Genau. Die sind so praktisch so fürs Wohnmobil. Also, und wenn du fährst, rein, also nicht nur groß umladen, nein, sondern ihr habt... Brauche ich nicht, nein. Nur noch mal dreckige Wäsche raus. Auch Burkhardt, dritter hängender Kleiderschrank für die Jacken. Ja, ein paar Tischdecken und so Rucksäcke, Krimskrams, was man dann... Dekokissen überflüssige. Arbeitsmaterialien noch, ne, Computer. Ja. Weil natürlich verpackt. Auch während man für Notfälle. Genau. So, dann habt ihr natürlich jede Menge Luken, die ganz wichtig sind, denn die Feuchtigkeit muss ja irgendwie raus. Hier wird nämlich auch geduscht. Ich zeig das mal gerade. Doris, wenn du da mal reingehst, den Wassernapf mal rausnimmst, der steht nicht ohne Grund da, denn wenn es nämlich was bisschen was daneben geht, Wasser ist gleich in der Dusche, richtig? Genau, ganz genau. Geh mal rein, bitte. Ja. Man kann die nämlich von innen nach außen auch bedienen. Und das Schöne dabei ist, man hat so viel Platz. Stimmt. Teilweise, Leute sagen mir, die Dusche ist schöner wie zu Hause. Vielleicht nicht ganz. Nicht ganz, aber es ist eine Echtglasdusche und man kann sie gut sauber machen mit Flitscher dann, wie zu Hause dann einfach. Mit was? Mit so einem Flitscher. Abzieher. Flitscher? Ja, ich sag da Flitscher zu, Abzieher. Dann. Okay, Hamm, Westfalen, mehr sage ich nicht. Der Flitscher. Und dann habt ihr hier vorne dann auch eine richtige Brause, ihr habt richtigen Wasserdruck wie zu Hause. Ja, das ist also jetzt nicht so, dass du irgendwie versuchen musst, so einen Rinnsal da zu fangen oder so. Nee. Nein, es ist alles wie zu Hause. Alles wie zu Hause. Sehr schön. Ja, hast sogar so einen Sandstein. Ob der echt ist, weiß ich nicht, aber es sieht zumindest so aus, als wäre es Feinschandzeug, oder? Ja, es ist Plastik, glaube ich. Ne? Aber sieht gut aus, oder? Ja, das fand ich auch. Das Auge ist so ein bisschen mit. Und das Beste ist natürlich, gut, ihr müsst nie auf Toilette, weil ihr seid ja Camper. Aber wenn ihr denn mal auf Toilette müsst, habt ihr tatsächlich ein Klo wie zu Hause. Ja, es ist Marmor, ne, oder echt, ne, Porzellan. Ja. Okay. Genau. Oben die, ich sag mal, Deckel kann man auswechseln, wenn der mal eklig wird, irgendwann mal. Ja, pass auf, guck mal hier. So. Softclos. Ja. Und beheizte Toilettenpapierrolle. Ja, das ist immer warm durch die Heizung. Die Toilettenpapierrolle. Aber schön ist, dass die Heizung direkt daneben ist. Da kann man den Handtuch, die Handtücher, die nassen, aufhängen. Und ihr habt aber Fußbodenheizung, gell? Ja, haben wir auch, ja. So, und das ist nämlich ganz praktisch. Dieses Auto kann man komplett im Winter benutzen. Das heißt, egal wie knackig kalt es draußen ist, das ist so isoliert und mit Fußbodenheizung sehr angenehm, oder? Ja, du kannst barfuß auch im Winter hier laufen oder auf Socken. Das ist immer schön, ja. So, und das ist dein Waschreich. Soll ja Männer geben, die länger brauchen im Bad wie Frauen. Guck mich mal an. Kann es vielleicht geben, ja. Bei euch nicht. Nein, bei uns nicht. Da unten habt ihr denn alle notwendigen Utensilien drin? Ja, 3 Schubladen, also da kann man alles gut verstauen. Ich sage ja, es ist eine kleine Zimmerwohnung. Genau, eine Einzimmerwohnung. Ja, genau. Die Kontaktlinsen hast du untergebracht? Ja. Wenn du mal ausgehen willst, ja, will mir keine Brille anziehen. So, da vorne habt ihr sogar einen Seifenspender mit drin. Ja. Ganz praktisch, der auch benutzt wird. Also ich benutze den auch, am Anfang fand ich ihn hässlich. Nein. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich habe genau denselben. Das hängt auch davon ab, was man reinmacht. Wenn man da so Zeugs reinmacht, was so ein bisschen rosa ist, dann sieht das viel besser aus, oder? Ich fand das jetzt schön, ja. Ihr putzt euch auch die Zähne? Auch, machen wir auch, ja, genau. Auch das? Wir verwahrlosen nicht hier. Also es ist so wie zu Hause. Du hast sogar jetzt hier so einen Wasserhahn, der ist so drüber. Nein, du kannst ja mal die Haare waschen einzeln. Ja. Oder ja. Den Hund mal, nee, lieber nicht. Den Hund können wir draußen ab. Ihr habt eine Außendusche. Genau. Aber Das ist natürlich klar. Was frage ich denn hier so dummes Zeug? Ja, da oben drüber, was ist da drin? Das ist dann nochmal Toilettenpapier und zum Putzen. Oder Goldfach. Das Goldfach. Genau. Ach stimmt, Corona. Ja, Corona. Ist ja so. So, und das ist ganz wichtig. Das ist das Bett, denn ihr habt eine eigene Klimazone. Ihr könnt also die Klimatisierung im Bettbereich ein bisschen absenken. Man schläft da lieber ein bisschen kühler. Habt ein eigenes Thermostat hier unten. Ja, genau. Falls es doch mal etwas kühler wird, dass wir es anmachen können, aber meistens ist es aus. Ist das Bett ausreichend von der Größe? Ja, ist riesig. Ist schön, riesig. Das heißt, man kann sich aus dem Weg gehen, jeder kann auch mal aufstehen, wenn er mal aufs Klo muss, ohne den anderen gleich zu wecken. Ja. Bist du eher so eine Schläferin, die bei jedem Pieps aufwacht? Ja, ich ja. Okay. Ich ja. Saugeil, das heißt, er bewegt sich und du bist wach. Ja, es ist so. Ja, aber Hunde, die sollen das doch übernehmen, oder? Normalerweise. Wachhund habt ihr sogar. Ja, wir haben einen Wachhund, ja. Boah, ist die süß. Frau Stratmann liegt da wieder und guckt aus der Tür, weil man muss ja
gucken, was da vor der Tür passiert. Ja, ziemlich cool ist, ihr habt echt Geschirr. Also kein wie heißt das? Melanin. Melanin, das lerne ich nie. Geschirr, ja. Habt echt Geschirr. Habt natürlich auch eine Kochebene. So, du darfst da vorne mal öffnen, denn es gibt die Möglichkeit, dass ihr sogar eine Spülmaschine einbauen könnt später. Ihr habt so viel Strom an Bord, das würde theoretisch gehen, oder? Ja, aber meine Spülmaschine heißt Doris, ne? Boah, jetzt hast du Macho. Ist das schön? Ja, also das ist noch Camping, dass ich mit der Hand spüle. Ist so. Ja. Würde aber theoretisch, also man könnte die nachrüsten, oder? Ja, die wäre dann hier reingekommen. Aber ich wollte keine Spülmaschine, wirklich. Oh Gott, meine Spülmaschine heißt Doris. Ich glaube, das schreibe ich über das Video drüber als Titel. So, der Life in the Moment. Also, du bist ja ein sehr, sehr, ich sag mal, emotionaler Typ so ein bisschen. Du hast hier Bärchen rumstehen, ich zeig das mal gerade. Ja, Moment, das ist aber der Morillo-Bär. Das ist der Morillo-Bär, ja. Warte, zeig das mal. Hm. Mein Gott, ein Werbegeschenk. Nein. Achso, den muss man noch kaufen. Ja, den muss man kaufen, ja. Ja. Echt? Den kriegt man so bei. Der war nicht über Morello halt, das war irgendwo in irgendeiner Gruppe, hat ja jemand irgendwie hergestellt. Achso, ist kein Originalbär. Nein, also ich glaube, das ist nachträglich genäht worden, dieses Dreieck. Ich weiß es nicht, also ich habe ihn gesehen, meine Frau steht auf sowas und habe ich es halt bestellt. Ne? Super. Die steht übrigens auch auf Bad Reichenhalt Steak Gewürzsalz. Ihr seid echt ganz normal, ist ja fürchterlich. Der Mozzarella Tomatensalz ist auch da. Und jetzt gucken wir hier mal rein. Ich will da mal reingucken. Darf ich das? Ach, ja, gut. Kochtöpfe. Kochtöpfe. Ah, ich habe genau dieselben. Wegen Corona habe ich mich nämlich eingedeckt mit diesen Bockwürsten. Siehst du die unten? Bockwürste, ja. Meine. Ich habe genau dieselben. Meine. Das sind deine, okay. Ja. Denn wenn nichts mehr hilft und du hast nichts mehr, alle Restaurants haben zu. Die kann man sich immer mal reinziehen, oder? Genau, und deswegen haben wir auch noch eine Gulaschsuppe. Ne? Ah, mit Bockwurst, ja, dann bitte noch einmal zumachen. Das Stapeln ist hier natürlich Pflicht. Bisschen geschickt übereinander stapeln. Und da ist der Toaster, der Eierkocher, Wasserkocher. Ja. Super. Oben drüber? Oben drüber ist mein Tablett, wenn ich spüle, dass ich das da ablaufen lassen kann. Wie zu Hause. Wie zu Hause. Und natürlich, zeig mal hier, das Gourmet-Futter, ja. Wenn die mal was Gutes... zeig mal in die Kamera, will ich mal sehen. Ja, das ist einfach Orlando so Gourmet-Pastete. Zur Not oder so, wenn es mal einen schlechten Tag ist und sie fressen nicht so. Aber auch das No-Name-Zeug hast du auch. Also, ja. Also nicht nur das, okay. Ja. Das heißt, du bist auch noch ganz vollkommen normal, wie alle anderen auch. Ja, ganz normal, ganz normal. Du hast einen Dunstabzug oben drüber. Den kann man aber auch benutzen, einfach nur, um mal rauszublasen. Also wenn man zum Beispiel rausgeht, jetzt an den Strand, und es scheint die Sonne, kann man hier ein bisschen öffnen und dann ab. Frischluft, ja. Genau. Geht mit Motor, gell? Mhm. Ja, ja. Ja, ich denke, wir sind drin fertig. Das Geschirr. Das Geschirr? Wo? Ja, echt Geschirr. Geschirr sehen? Zeig. Das ist bestimmt wieder euer Boch aus dem Saarland. Das ist nicht klappert. Das ist nicht klappert. Habt ihr, oh süß, selbst gehäkelt. Häkchen, ja. Genau, wenn du mal zeigst, welchem Hersteller es ist, interessiert mich jetzt mal. Die Leute wollen das wissen. Fanwell. Was ist denn das? Weiß ich nicht. Ich fand das einfach schön von der Form und dann. Das gab es wo? In Hamm oder wo? Ja, ich glaube, bei Karstadt haben wir das irgendwie. Bei Karstadt. Und dann die Häkeldinger, damit es nicht klappt. Zeig mal diese Häkeldinger. Das heißt, du häkelst sogar selber? Nein, die habe ich von meiner Mutter machen lassen. Die hat wie ist der Vorname von deiner Mutter? Marga, hast du gut gemacht. Gehäkelt. Die sind echt schick. Zeig mal, da ist jedes anders, oder? Ja. Zeig mal, Marga, du bist jetzt ein Fernsehstar. Denn, wahrscheinlich hat sie auch einen QR-Code gehäkelt als nächstes. Aber da vorne habt ihr was anderes gemacht, da habt ihr so ein kleines Vlies dazwischen gelegt, damit es nicht klappert. Weil sie noch keine großen gemacht hat. Also sie muss jetzt noch große häkeln. Okay, also Marga muss noch große häkeln, sagt die Doris. Ja. So, und was ist da oben drüber? Hier oben drüber ist dann Pfannenheber und sowas alles, Salatbesteck. Ja. So, jetzt habt ihr ein oder zwei Becken? Was habt ihr? Wir haben zwei Becken. Ja. Und das eine habe ich immer zugestellt. Ich benutze das hintere immer zum Abtropfen. Ja? Ja. Okay. Sehr praktisch. Stelle ich alles rein und dann irgendwann mal nach 4-5 Tagen ist es trocken. Ist okay. Nein, ich trockne das immer sofort ab. So, du hast auch warmes Wasser. Das ist ein ganz normaler Spülhahn wie zu Hause. Also nichts extra. Hier vorne kannst du aufmachen. Das heißt, wenn du mal wirklich bei deinen stundenlangen Kochversuchen mal rausgucken willst, darfst du, während der Mann draußen mit mehreren anderen Männern Bier trinkt. Ja, darf ich mir das Fenster offen machen, damit ich dann frische Luft kriege. Ja. Sehr schön. Wenn ihr Touren plant, das heißt, also ihr sagt heute zum Beispiel, wir fahren nach Neukirchen,
Ist das ganz spontan manchmal? Ja, ist es. Ich muss dazu sagen, er hat kurz genickt, weil du warst dich nicht ganz sicher. Aber ist so mal, ist mal so, mal so? Mal so, mal so. Okay, jetzt haben wir für nächste Woche schon wieder überlegt, wo fahren wir hin? Und? Wo fahren wir Freitagmittag hin? Nach Bad Bentheim wollen wir. Bad Bentheim liegt ja. In? Münsterland. Münsterland. Ja. Ist es schön da? Ich weiß nicht, wir waren noch nicht da und es ist nicht so weit. Ich glaube, eine Stunde, anderthalb Stunden von uns und das. Ist das so typisch, Stunde, anderthalb, wo ihr mal so rumfahrt, ein bisschen bei Kurztrips? Ja, wir fahren eigentlich gerne an die Nordsee und dann fahren wir schon zweieinhalb Stunden. Ist aber nichts für zwei Tage, oder Nordsee? Ja, es ist knapp. Jetzt zu Corona-Zeiten ist da oben alles voll und dann... Sportlich. Ja. Gut, dann gehen wir mal raus. Ah, da vorne ist noch was. Zeig mal hier. Apothekerauszüge. Ja, Apothekerauszüge. Die Schnapsdrossel. 43 schmeckt aber auch gut mit Milch, glaube ich, oder? Ja, das trinkt Burkhard so gerne. 43 mit Milch. Kalten Kakao. Kalten Kakao. Das ist Prinz, ne? Prinz ist was? Prinz ist ein ganz leckerer Brand. Okay. Ja. So, und dann hat man... Für Salat und was habe ich... Wir haben sogar noch eine Flasche Glühwein dabei. Eine Flasche Glühwein? Ja. Für die ganz harten Zeiten, genau, oder? Genau. Wenn man nichts mehr hilft, alles weg ist. Ihr habt einen eigenen Weinvorrat, den habt ihr heute nicht dabei. Ja, nicht so viel. Ne? Nicht so viel. Und da oben drüber ist noch so ein Auszug, ja, wo ich auch mal reingucken. Da ist dann nochmal Gewürze, Mehl, Nudeln, Zucker und ja. Aber alles richtig aufgeräumt, stylisch. Wahrscheinlich sieht es bei dir zu Hause genauso aus, oder? Schön ordentlich. Ja. Auf jeden Fall. Es muss ja auch praktisch sein. Alles sofort greifen dann, ja. Und die Reinigungshilfe, die kommt denn immer hier montags rein, oder wie? Die alles sauber macht? Nein, die Reinigungshilfe kommt hier nicht rein. Nein. Das machst du? Ja. Oder eher. So. Ja, vorne ist die Technik. Du hast das drauf mit der Technik? Nein, ich habe das nicht drauf mit der Technik. Ich weiß nur, wo mein Staubsauger... Wo denn? Staubsauger geht wo an? Dass ich Strom kriege, dass mein Staubsauger angeht und meine Kaffeemaschine angeht. Okay. Und ich weiß, dass das hier die Heizung ist. Und duschen. Einmal also, dass das Wasser zum... Ganz, ganz warm machen. Und da vorne kann man, glaube ich, gucken, wie voll die Tanks sind. Genau. Das weiß ich auch. Ja, ich glaube, viel mehr muss man... Du fährst das Ding sogar, oder? Ja. Und ist das schwer gewesen am Anfang? Ja. Ja. Und? Mittlerweile, Autobahn klappt schon ganz gut. Stadtverkehr ist noch ein bisschen schwierig, dass ich um die Kurven komme und die Ampel nicht mit umfahre. Aber ach so, ihr macht denn quasi an der Autobahn am Standstreifen, haltet ihr denn an vor der Ausfahrt und dann wird gewechselt? Oder während der Fahrt? Genau so haben wir es gemacht, genau. Erster Rastplatz auf der Autobahn, dann haben wir gewechselt. Aber wichtig ist, die Autobahn ist doch gut, um mal ein Gefühl zu kriegen, oder? Ja, ja, nur die Baustellen gehen nicht so gut. Warum denn nicht? Weil die so schmal sind. Nein, dann dein Fahrzeug ist so breit. Ja. Aktueller Verkehrshinweis. Auf der A1 ist ein Stau über 20 Kilometer. Ein Wohnmobil macht sich breit über die ganze Fahrspur in der Baustelle. Ja, du bist ja lustig. Da oben ist Solar. Es ist leicht bewölkt, du kriegst trotzdem 11 Ampere. Das ist gut, gell? Ja, das ist gut. Bin zufrieden. Ja, wir gehen mal raus. Denn was wäre das Fahrzeug ohne Tanks? Guck mal, da, die warten schon auf uns, die beiden. Die sind schon groß, aber ihr habt einen Platz vorne, die schlafen vorne? Ja, die schlafen vorne unterm Tisch. Ja, und ja, wie heißt das jetzt so schön? Kuscheln ist immer nett in meinem Camping. Ne? Mann und Frau? Ja, Männlein und Weiblein. Super. Dann, das haben wir schon gezeigt. Jetzt zeigen wir einmal, ja, große Scheibenwischer. Die sind auch notwendig, oder? Ja, sonst siehst du nichts. Also das heißt, die geht über die ganze Fläche. Sind schon notwendig, richtig. Sehr schick. Und... Klappen. So, das heißt, hier kann man ganz viel verstauen. Schlüssel rein, einmal umgedreht und das ist die Rückseite von einer anderen Klappe. Was ist denn das links hier? Das sind draußen so Laufgitter, wenn das regnet, dass man keine nassen Füße bekommt. Oh. Ja, also man möchte ja auch trocken zum Schuhschrank kommen. Ne? Ja, da vorne ist auch noch eine Coverbox. Ein Teppich. Ah ne, Obi. Und da ist ein Teppich, ein Vorteppich drin. Richtig. Brauchen wir hier nicht. Nein. Brauchen wir hier nicht. Das ist normalerweise, ich denke so am Meer mit so Sand und so. Ja, oder wenn es halt steinig ist. Nochmal Gas. Ihr habt Alugas-Dinger? Ja, zusätzlich. Wir haben mal so einen Gastank mit 120 Liter. Das ist sehr praktisch, Gastank, oder? Absolut. Also erstmal kann man dann an der Tankstelle vorfahren, LPG-Gas tanken. Und die sind wirklich nur zur Notreserve da. Ne? So, auch da ist deine Frau, die kennt das hier alles. Doris, komm mal her, erklär mir mal gerade die Technik da drin. Das wäre der Platz für meine Waschmaschine. Das war die richtige Antwort. So, denn wenn ihr einen Gastank habt, könnte man hier eine Waschmaschine nämlich einbauen. Das zeige ich nämlich gleich mal, wie sowas aussieht. Und das ist die Entsorgung und die, ich sag mal, Technik mit dem Wasser und so, gell?
Ja, das ist also einmal der Fäkalientank, das ist der Grauwassertank. Hier sind die Frischwasserabflüssen. Das ist dann also eine Verlängerung. Feuerwehranschluss. Ja, für den Ablasstank, wenn die ist 15 Meter lang, könnte man dann, wenn man da steht und nicht klarkommt, könnte man den noch mit ausziehen. Und das zum Spülen, gell? Da kannst du, genau, glaube ich, Spülwasser. Genau, da kann man die ganzen Tanks mit spülen. Ja, ist eigentlich so ein Technikfach. Da vorne ist noch was Schönes, das ist so ein Gasadapter für, das ist eine Gasverlängerung oder was ist das? Nein, das ist hier ein Filter, damit das Gas sofort gefiltert wird und im Endeffekt kein Schmutz im Tank oder in der Leitung landet oder in Düsen verstopft. Ich brauche sowas noch. Das ist teuer? Gab es original beim Tank mit dabei. Ja, wahrscheinlich hat der alte Besitzer, der es mir verkauft hat, den gemobst oder ich habe es noch nicht gefunden. Das ist auch oft so, nach 5 Jahren sagst du, ja, das ist wahrscheinlich eine E-Zigarette, ich habe bloß die Batterien nicht gefunden. Kann ich ja mal probieren, ob es funktioniert. Nee, ist ein Gasfilter, so, sehr schön. Daneben, das ist hier übrigens die Tankeinheit für den Gastank. Richtig, das ist dann die Tankeinheit, da kann man also im Prinzip den aufdrehen. Ich klemme ein bisschen, ich hab manchmal ein bisschen... Ah so, da kommt das Teil drauf, der Filter, und dann wird getankt. Genau. Der wird auch nur handfest angezogen. Ja, genau. Das reicht dann, das ist mit Dichtung und dann tankt er und dann geht er so automatisch dann so in Anschlag, wenn der halt voll ist. Also der Gastank darf ja auch nur zu 80% gefüllt werden, wegen der Ausdehnung. Der ist ziemlich dick, der Gastank. Das heißt, der hält auch so, im Sommer hält er ewig, oder? Ja. Ja, im Sommer hält er ewig. Denn da ist, glaube ich, nur zum Warmwasser machen und Kühlschrank und ich glaube, das war's, oder? Ja, genau. Warmwasser, Kühlschrank, genau. So, das ist cool. Endlich mal bei meinen normalen Autovideos suchen die Leute nämlich immer die Verriegelung. Jetzt hat er es gefunden. Das ist der Gastank. Genau, das ist der Gastank mit 120 Liter. Hier ist der Apfelstutzen. Hier kann man dann nochmal einen kürzeren Schlauch einnehmen. Ja, damit kommt man so im Sommer, eigentlich den ganzen Sommer klar. Einmal tanken. Also ich habe jetzt vor 4 Wochen getankt, jetzt ist er noch dreiviertel voll. Man kann sogar von innen sehen, wie voll er ist, gell? Ja, genau. Wir haben ja noch 30% und haben gedacht, nee, wir brauchen nicht tanken zum Wochenende oder sowas. Das reicht alles. Hinten 2 Achsen und hier sieht man auch sehr schön die Vollluftfederung. Das ist natürlich die Hinterachsfederung, die hier drauf ist. Das ist schon sehr praktisch. Man gleitet schön hin und ihr habt 2 Reifen pro Achse. Das ist einmal zur Lastverteilung und natürlich auch nochmal ein Sicherheitselement, oder? Das heißt, wenn einer mal platzen sollte, hast du noch einen zweiten. Ich glaube, das ist nicht dafür gedacht. Ich denke mal, es ist für die Gewichtsausgleichung, also dass die Achse im Prinzip besser das Gewicht ausgeteilt wird. Klar, wenn er platzt, hat man immer noch eine Sicherheit. Ne? Oder ist es so, dass der zweite gleich mitplatzt? Oder sagt, nein, glaube ich nicht. Ich will nicht mehr leben. Der erste. So, da habt ihr diese Boxen, das ist schon sehr praktisch, oder? Da kann man. Ja, das ist sehr praktisch. Man holt die Sachen raus. Hier ist für die Markise, wenn man die wirklich mal festspannen will. Kompressor nochmal. Für? Für den Reifen, wenn mal was sein sollte. Luftaufpumpen, Fahrrad. In die Außendusche. Und die Außendusche. Das heißt, da können dann ganz praktisch Fahrräder, Hunde, also und natürlich auch Füße am Strand zum Beispiel. Ja, und ich muss hier mal duschen. Ne? Echt? Ja. Gott, ist bestimmt der Star am Campingplatz, wenn er dann duscht hier. Aber das ist so, wenn man dann kommt, so vom Strand und hat die Badehose an, dann kann man sich schnell mal außen abduschen, oder? Ja, oder wenn es einem zwischendurch wirklich so heiß ist, wenn es so... So, da oben ist das Klo, die Klotechnik. Ja, Revision, wenn mal was verstopft sein sollte. Ist der Abfluss mal ver... Also das ist eine Zahaka-Toilette. Ja. Da kann man nicht alles reinschmeißen, oder? Nein, sollte man nicht, ne? Weil sonst verstopft das oder Zahaka, diese Rotorblätter gehen kaputt. Also man muss schon ein bisschen aufpassen. Ne? Genau, also alles, was man, glaube ich, mit der Hand zerreißen kann, das darf auch rein. Das ist so der, also so feuchtes Toilettenpapier, gibt es Spezielles, geht noch so, habe ich gehört, aber man muss es mit der Hand zerreißen können. Das haben die mir erzählt bei Morello. Weiß ich nicht, wir haben es nie ausprobiert, wir haben extra dieses extra Klopapier. Genau, weil den Ärger und den Dreck möchte ich mir nie antun. Ne? Das stimmt. So, da ist jetzt die Wasserpumpe. Das ist die Wasserpumpe, die Heizung. Warte, zeig ich mal gerade, eine alte 3020 drin. Ja. Mit Fußboden. Genau, mit Fußbodenheizung. Das geht ja hier. Eine alte Flow. Ja. Ihr Säcke. Sowas habe ich nicht. Erklär mal. Das ist ein Zusatz, Heizung fürs Wasser. Also man kann dann im Prinzip, die alte hat, glaube ich, wenn ich richtig habe, irgendwas mit 6 oder 7 Liter Warmwasser und die Flow hat nochmal das Doppelte dabei. Ja. Ne? Also mit der Flow kann man, ich habe es nachgelesen, denn ich wollte sie kaufen, man kann so lange duschen, bis der Tank leer ist, schreiben die. Ist ja. Das so? Ja, ja. Was ihr regelmäßig macht, nehme ich an. Ja, okay, die Dusche ist groß genug, ne? Also man kann ja auch zu zweit duschen. Ja, man spart aber Wasser, das heißt, man duscht wahrscheinlich nicht so wie zu Hause. Das heißt, man seift sich auch mal ein, macht das Wasser mal aus. Sag mal. Ich nicht. Wie geil. Er duscht lange?
Ja. Okay. Ja. Ihr habt 300, 400 Liter. Was habt ihr Frischwasser? 380. Also fast 400 Liter. Boah, ist ja wie zu Hause. Das ist schön. Ist da nochmal ein zusätzlicher Wasserfilter. Ja. Der ist jetzt an die Frischwasserleitung angeschlossen. Den habe ich nachträglich reinbauen lassen, um Bakterien. Also das ist so ein Nanofilter. Also ihr könnt das trinken, was da rauskommt. Genau. Ja, ich nehme immer noch Dings mit. Wobei, ich habe auch einen Filter, einen tragbaren Filter habe ich dabei. Mit Tank, sieht aus wie eine Kaffeemaschine. Und der hat dann drei Filter drin, Osmosefilter. Ist wahrscheinlich da sowas Ähnliches, gell? Ja. Irgendwie geht's. Irgendwie geht's, denke ich mal. Ja. So, da ist was ganz Besonderes. Ihr habt einen zweiten Kofferraum hinten. Ja, das ist die zweite Klappe, ne, die durchgehende. Es war, ich wollte Spaß machen, weil das ist der gleiche von grün, ja, von links. Einstieg für mich, ne? Also fürs Bett. Geht, nee. Da oben drüber das Bett, gell? Richtig, richtig. So, verstanden. So, da vorne ist die Klappe. Da ist die Notsteuerung für die Markise, falls sie mal nicht gehen sollte, was, glaube ich, nicht der Fall ist. Die Kurbel, oder? Ja, genau. Habe ich noch nie gebraucht, denke ich mal, werde ich auch nicht brauchen. Geht. Und da oben, was ist das in der Ecke? Meine Werkzeugkiste. Okay. Für Kleinigkeiten. Fahrradwerkzeug, Multi-Anker. Multi-Anker, zeig mal. Boah, habt ihr alles aus der Werbung? Ah, das ist für die Markise, um die am Fahrzeug festzumachen. Zeig mal bitte. Man sagt. Ja, wenn ihr mir mal die Stelle zeigt, ich habe sie eben schon gesehen. Ja. Ihr habt die nämlich nicht geputzt, die Stelle. Ja, fürs Putzen ist ja meine Frau zuständig. Ja, ja. Du machst hier keine Freunde gerade. Ist so. Das heißt, du machst das fest und da kann die Markise festgemacht anstelle vom Boden. Richtig, richtig. Man kriegt die nämlich hier nicht in den Boden rein. Hier ist alles stark verdichtet. Ich habe probiert, gestern einen Anker reinzuhauen. Geht nicht. Habe ich nicht probiert, weil wir haben ja die Dinger, ne? Und es ist einfach auch, dass du nicht überlegen musst, wo stellst du jetzt den Tisch hin oder kannst den Tisch da hinstellen, weil die Stütze von der Markise im Weg ist. Und es gibt so ganz Findige, die schrauben den Tisch an die Rückseite von der Klappe. Guck mal, da ist viel Platz. Da kommt keine Schraube rein. Dein Mann, der muss nur ein paar Spackschrauben holen, ja, so ganz lange. Die kommen dann auch, damit die sicher halten, dass sie außen durchkommen. Nee, ihr macht nichts kaputt. Der hat einen Dämpfer mit drin, kann nichts passieren, gell? Genau, richtig. Die hat einen Dämpfer mit drin und dann passiert nichts halt. So, wir stellen es mal gerade hier vorne hin. Dann zeigen wir mal das Heck. Du hast eine Anhängerkupplung mit drin, denn du ziehst ab und zu ein Auto hinterher? Ja, unser Auto, wenn wir halt länger an einem Platz stehen, nehmen wir ein Auto mit. Ne? Range Rover? Nein, dafür ein kleiner Jimny. Genau, ein Jimny von Suzuki. Der ist auch schön leicht, der ist geländegängig, der passt dazu? Ja. Ja, super gut. Du sagst, wir können die Hunde mitnehmen, ist genug Platz. Im Smart wäre das nicht möglich. Ne? Das ist jetzt ein Kompromiss. Es gibt ja Teile, die noch viel, viel größer sind. Dahin steht so einer mit Slide-Out, ein Centurion, der hat den 12 Meter Länge. Das ist ja auch eine Frage, komme ich noch auf alle Plätze drauf? Also abgesehen davon, dass er vielleicht einen Ticken teurer ist. Das wäre so die nächste Stufe für dich? Nee, ich glaube, das wäre mir zu groß. Aber wo man ein Auto hinten mit reinfahren könnte, das haben wir uns vorgestern bei Morello angeguckt. Das wäre vielleicht noch was, ja. Wenn wir keine Hunde mehr hätten, wo ein Smart reinpassen würde, ja. Aber die Hunde, du kannst sie doch jetzt nicht... Nein, wenn die mal nicht mehr sind. Also wenn die gestorben sind, das wenn heißt... Wenn die gestorben sind, dann... Und dann kriegst du es übers Herz, keine Hunde mehr zu haben. Ja, ja. Ich glaub, irgendwann, genau, da will man mal ganz für sich sein, oder? Genau. So, dann stellt euch mal da vorne hin. Ich mache mal gerade das Winkelbild zum Schluss. Da stehen sie vor ihrem Morello Palace 2019, Ende 2019, könnte fast ein 220. Ich glaube, die sehen auch 220 genauso aus, gell? Ist ein 220er Modell. Und das sieht man auch daran, dass ihr vorne nämlich keinen großen Morello-Schriftzug mehr habt, sondern hier ist nämlich ein Wappen drauf, direkt auf dem Kühlergrill. Sieht schick aus? Ja, ja. Sehr schön. Und da unten ist natürlich der Kennzeichenhalter von morello-reisemobile.de. Also du würdest es nochmal kaufen? Auf jeden Fall, sofort. So, ist jetzt auch keine Werbung, wir haben euch nichts dafür bezahlt, nein. Richtig? Nein, habt ihr nicht. Eine Liebesgeschichte, über eure Liebe haben wir gar nicht gesprochen, wie wir euch kennengelernt haben, das habe ich gestern erfahren, das lassen wir einfach mal weg. Denn ihr seid seit Jahren verheiratet, seit 14 Jahren zusammen, ein Herz und eine Seele im Wohnmobil zusammen mit, wie heißen die beiden? Cleo und Ossi. Ja, tschüss, danke. Gerne.